Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da, heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 970. Und wie ich schon letzte Woche ankündigte, heute kommt der Kampf zwischen Oden und Kaido. Perfekterweise heißt das Kapitel diese Woche auch Oden vs. Kaido. Auf der Coverpage sehen wir Badge und Vito, wie sie sich nicht mehr bewegen können, weil ihnen die Bewohner Dressrosas auf die Pelle rücken und sie küssen möchten. Oden und die neuen roten Schwertscheiden marschieren Richtung Orochis Schloss, um Kaido zu besiegen. Oden möchte alleine gegen Kaido antreten. Die neuen roten Schwertscheiden bekämpfen sowohl Kaidos Crew als auch Orochis Armee. Die meisten von Kaidos Armee sind von Moria und seiner Bande besiegt worden, mit Ausnahme von King und Queen. King und Queen währenddessen besiegen natürlich die neuen roten Schwertscheiden. Oden und Kaido sind in etwa gleich stark, wobei man eigentlich sagen müsste, eigentlich besiegte Oden sogar Kaido, doch wurde abgelenkt, weil vor seinen Augen Momonosuke getötet werden sollte. Kaido sagt zu Oden, vor 5 Jahren hättest du sicherlich gegen mich gewonnen. Deshalb schmiedeten Orochi und Kaido einen Plan und lügten Oden an, um den Kampf mit Oden zu entgehen. Denn wenn Oden, Hiyo und die restlichen Wano-Leute sich zusammengeschlossen hätten, hätte Kaidos Bande keine Chance gehabt. Währenddessen geht Yasui zu Odens Schloss, um Toki, Momonosuke und Hiyori zu beschützen. Nächste Woche gibt es wieder einen Break. Was ein mega Kapitel das wird, aber uff. Ich weiß echt nicht, ob ich so ganz glücklich mit dem ganzen Storytelling bin. Aber darüber reden wir mehr, wenn das Kapitel draußen ist.